Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir spielen nicht als Eve, nicht als Samson, nicht als Azazel und nicht als Lazarus. Wir könnten... spielen wir als Judas. Dann für die Leute, die zu Hause mitspielen wollen, der Seed ist 3... S7MXCYW. Und als Judas starten wir mit einem HP-Upgrade. Also mit einem roten Herz, wohl eher, Entschuldigung. Und dem Book of Belial. Und dadurch halt relativ hohem Damage. Oh, und dem Counterfeit Penny. Jedes Mal, wenn wir Kleingeld aufheben, 50%ige Chance, nochmal einen extra Cent zu bekommen. Oder Petrified Poop, erhöhte Drop-Chance, Zeug aus Häufchen zu bekommen. Das könnte ein phänomenaler erster Floor werden. So, 6 Cent. Dann wäre das hier schon mal abgehakt. Jetzt haben wir genug. Hup. Dass wir... Hup. Knapp. Dammit! Das wäre schon mal genug, dass wir auf dem nächsten Floor eine Chance auf eine Arcade haben. Wobei, ich sollte die Häufchen nicht zerstören. Hup. Kommen wir nicht zu nah. Okay. Müssen wir noch die Drips zerstören. Drip stirbt, dankeschön. Schlüssel. Item Room haben wir keinen. Aber wir backtracken nochmal kurz, schnappen uns... Ach nee, wir haben ja schon Petrified Poop Derp. Mit Petrified Poop machen wir jetzt schnell die Häufchen kaputt. Genau wegen sowas. Spirit Hearts aus Häufchen. Phänomenal. Halbes rotes Herz. Nochmal halbes rotes Herz und gucken mal hier links, Item Room. Nein, aber ein Eyeblob und ein Tinted Rock und unser Boss. Wir haben nur leider noch keine Bomben. Und gucken wir mal, vielleicht findet man ja eine Bombe unterwegs. Bevor ich zu den Bossen gehe, wir haben einen X11-Floor, das heißt also wir bekämpfen beide Floors. Ups, dang it. Das hast du dir aber auch nur so vorgestellt, Pooter. Okay, Pooter ist tot. Das heißt, wir bekämpfen beide Bosse auf einem Floor. Upp. Genauso, dass wir auch beide Item Rooms auf diesem Floor finden. Ein Cent. Item Room? Nein. Aber hey, so wie es aussieht, wenigstens keine Mali... Goddammit! Das habe ich nicht gesehen. Okay. Reset. Das heißt, für die Leute, die wieder mitspielen wollen, der Seed ist KLE 8. 8 J... GQ. Okay, Curse Room können wir leider einfach noch nicht machen, weil wir nicht das entsprechende Leben für sowas haben. Dang it. Natürlich, die kommen alle immer auf einmal. Ja. Ja. Okay, Item Room, Item Room, Mallybooms, GG. Was soll denn die Scheiße? Reset. Okay, versuchen wir das noch ein letztes Mal. Diesmal schreibe ich den Seed einfach gar nicht erst auf, solange bis wir beim Item Room waren. Tinted Rock, kommen wir nicht dran. Drips, noch ein Tinted Rock. Cool. Bombe? Nein, Schlüssel. Also ein Tinted Rock. Zwei Tinted Rocks. Mal schauen, es wird wahrscheinlich noch mehr, so wie ich Isaac kenne. Und wir kriegen natürlich keine Bomben, wie ich Isaac kenne. Hüp. Kommt Spinnen. Kommt Spinnen. Komm, letzte Spinne. Okay. Item Room. Item Room. Klotties. Dang it. Okay, erstes Klotti ist tot, zweites Klotti ist tot, rotes Herz, wieder Leben. Und Rubber Cement, Bouncing Tears, unsere Tränen springen jetzt von Wänden ab. Nicht ganz das Damage Boost Item, das ich mir erhofft hatte, wenn ich hundertprozentig ehrlich bin. Okay, kriegen wir hier noch eine Bombe? Nein, wir kämpfen gegen Envy, okay. Das hier könnte auch noch ganz übel enden.
glaube, Isaac ist heute mal wieder schlecht gelaunt. Oh no. Okay, das Würstchen noch gekillt. Hopp. Dich fertig machen, dich fertig machen und zu guter Letzt dich fertig machen. Und natürlich wieder keine Bombe, sondern nur eine Trollbombe. Was habe ich gesagt? Also. Dann geht's los. Kurz warten. Ja. Und unser Boss ist der Duke of Flies. Dann Book of Beleihen wir uns mal schnell. Das sind durchaus ein paar wirklich große Fliegen. Ja. Und der Duke ist tot. Plazenta, HP Upgrade und Regeneration. Vielleicht kriegen wir irgendwas Gutes im Curse Room. Zum Beispiel Bomben. Hust, hust. Große Trollbomben zählten nicht zu den Wunschgegenständen. Pille 1, Thema Tralala. Rote Herzen. Pille 2, Ranger. Akzeptabel, aber auch nicht das Gewünschte. Dann gäbe es jetzt noch die letzte Möglichkeit. Wir löschen die Feuer hier. Kriegen wir noch einen Cent? Natürlich nicht. Und im Shop gibt es natürlich nur eine Bombe für 5 Cent. Komm schon, gib mir einen Cent. Yep. Was soll man dazu noch sagen? Wir können auch nichts cheesen, also kein Swallowed Penny und nichts. Ich würde es am liebsten eigentlich schon wieder hinschmeißen, wenn ich ehrlich bin. Aber schauen wir uns mal Basement 2 an. Okay, mit Curse of the Lost. Nochmal zwei Pillen. 48 Hour Energy. Und Full Health. Okay, oh, Cancer. Tears Up. Das ist durchaus schon mal ganz gut. Oh, wow, das war wirklich knapp. Wenn wir es schaffen, keinen Rotherz-Damage zu nehmen, kriegen wir vielleicht sogar einen Deal auf dem Floor. Goldene Truhe. Dankeschön. Halbes rotes Herz für einen Schlüssel. Wow. Ich bin absolut geplättet. Ups. Explodierender Puter. Ist nicht cool. Eine Bombe ist cool. So, jetzt könnt ihr zugucken, wie wir auf dem Floor nicht einen Tinted Rock finden. Da ist der Boss. Oh, wow. Nee. Ich lasse mich nicht gerne treffen. Einer von den Tränenwürmern. Kein Tinted Rock, kein Item Room. Na. Oh. Jetzt weiß ich, was hier so gebrummt hat. Ich hatte meinen Lautsprecher noch an und mein Handy versucht irgendwie ein Signal zu kriegen oder so. Ich glaube, hier oben waren wir noch nicht, richtig? Richtig. Oh, wow. Schaut mal, ein Tinted Rock. Den wir garantiert nicht mit unserer Bombe erwischen. Doch! Hey, Spirit Hearts, finally. Vielleicht haben wir jetzt doch eine Chance auf den Deal. Gehen wir mal nach rechts und nach oben. Oh, noch ein Tinted Rock. Interessant. Wir hätten sogar noch eine Bombe verfügbar. Vielleicht kriegen wir den Small Rock. Oh, und eine Spielkarte. Jetzt bin ich richtig interessiert. Goldene Truhe. Suicide King, a true ending. Ich erinnere mich, das ist die Karte, die richtig mies Damage macht, angeblich. Oder sogar One-Hit-Killed, wenn man damit trifft. Boss? Item Room meine ich? Nein. Und nur ein Cent. Ich hätte viel lieber gerne gerade mal einen Schlüssel. Au, oh, dang it. Wird noch hier der Champion-Gusher hier oben. Rote Herzen, keine Schlüssel, typisch. Ja. Aber 5 Cent. Hm. Ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Goldene Truhe ist auch nicht so prickelnd. Haben wir hier. Auch keine Schlüssel. Gut, dann scheinen wir wohl einen Item Room zu überspringen. Und gehen zum Boss. War der hier? Ja, hier war er. Monstro. Doppelmonstro.
Oh. Ach nee, das war Suicide King. The more you know. Halo, All-Sets Upgrade, nice. Also für Suicide King. Wie hieß denn dann die andere Karte? Ich weiß es nicht mehr. Ah, die Chaos Card. An die hatte ich gerade gedacht. Whoops. Naja, dann wissen wir das auch. Ich hasse diesen Gegner. Wie man halt einfach nichts gegen ihn machen kann. Letzte Spinne, please. Schlüssel und Bomben, okay. Ich bin skeptisch. Das fängt zu gut an. Okay, jetzt haben wir hier eine Boom Spider. Und eine Trollbombe. Klängelt oder Spinnen? Weder noch. Okay. Du gehst mir gehörig auf den Keks. Oh. Okay, das war knapp, aber wir haben es überstanden. Item Room? Item Room. Okay. Lass mal euch platt. Gascha. Letzter Gascher. Wir haben wieder einen XL-Floor. Okay, Item Room mit 10 Bomben. Dankeschön. Dann bin ich mal gespannt, was unser zweiter Item Room so hergibt. Naja gut, nicht direkt. Zwinker, zwinker. Mal wieder eine Spinne. Tschüss, Spinne. Schnapp uns mal noch den Schlüssel. Wir haben so viele Bomben, da eine Bombe dann für den Schlüssel rauszuhauen, ist vielleicht nicht die dümmste Idee, die ich hatte bis dato. Nee. Das wird nichts mit Isaac heute. Aber überhaupt nicht. Das ist jetzt der zweite Versuch, schon eine Episode aufzunehmen und die lief vorher schon so. Okay, dann belasse ich es heute dabei. Mal gucken. Vielleicht prügel ich mich ja später nochmal mit dem Eternal Isaac rum. echt vom Regen in die Traufe. Naja, dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Denkt dran, wenn das denn der Fall war, ihr könnt unsere Videos gerne liken und unseren Channel abonnieren. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute.